Neues Update, neue Story-Aufgaben mit gute Vibes und dem Wissenschaftler. Und der erste Auftrag lautet wie immer, etabliere eine Geräteverbindung. Hier seht ihr unzählige Locations dafür. Und das erste, was wir machen müssen, ist natürlich wieder mal dieses Relikt aufzuspüren, was wir letztens beim dritten Teil gemacht haben. Aber jetzt ist Teil 4 dran. Was glaubst du, wo das Relikt war? Und wenn du jetzt sagst, wo du zuletzt nachgesehen hast, bekommst du einen Stromstoß. Ist mein Ernst. Es war im Meer. Und die derzeitige Strömung sollte es inzwischen an die Küste gespült haben. Also schnapp es dir. Und tatsächlich, das Relikt, was wir im dritten Teil gesucht haben, war das Sith-Holocron aus dem Star-Wars-Universum. Ein sehr, sehr mächtiges Relikt auf jeden Fall. Und deshalb müssen wir die Strandparty besuchen. Das ist diese Location hier, wo das Sith-Holocron angeschwemmt wurde. Es ist weg. Ach, aber natürlich. Tja, meine vielen Messometer können sich nicht irren. Jemand hat es mitgenommen. Als nächstes müssen wir deswegen Hinweise zum Standort des Sith-Holocrons untersuchen. Das wird auch für euch markiert. Da seht ihr auf dem Boden so Hinweise quasi. Damit einfach interagieren. Scheinbar ein Hinweis. Nimm ihn lieber mit. Der zweite Hinweis ist direkt neben diesen großen Pilzen. Ich habe jetzt mehr Fragen als Antworten. Und der dritte Hinweis ist neben diesem kleineren Schlürfpilz. Das ist so eine Schaufel und ja, eine Art Grabungsstelle. Ich statte diesem Achterbahntypen einen Besuch ab. Das scheint ganz ein Ding zu sein. Dann geht's weiter mit der nächsten Geräteverbindung, die wir etablieren müssen. Dafür müssen wir hier hin. Der schlimme Achterbahnmann hat den Wissenschaftler beklaut. Meine Schaltkreise schreien nach Vergeltung. Wir wurden jedoch beauftragt, interessante Objekte für einen möglichen Tausch zu suchen. Somit müssen wir eine Anomalie in Lockjam Lotus und der Butterblüte einsammeln. Und da seht ihr die zwei Locations, da sind einfach die neuen Orte, die wir mit den letzten zwei Updates erhalten haben. Wenn ihr in der Nähe von dieser Anomalie seid, wird sowieso das Ganze euch mit einem Ausrufezeichen markiert. Da vorne seht ihr das Ganze und das ist direkt vor dem Realitätsbaum an dieser Stelle und dann interagiert ihr mit dieser Anomalie. Das ist nichts für den Wissenschaftler, er hat ganz besondere Allergien. Und dann macht ihr das gleiche hier bei der Butterblüte. Das ist diesmal so eine Art ja, Lenkrad bei einem alten Piratenschiff. Die Interaktionstaste gedrückt halten. Niemand betrügt den Wissenschaftler, denn ich habe Laserklingen. Verbuggt nochmal, wo habe ich die hingetan? Dann geht's weiter mit Teil 4 und dafür müssen wir eine weitere Geräteverbindung etablieren. Und zwar bei Synapse Station. Und dieses Tracking-Gerät, was wir einsammeln sollen, ist in Synapse Station an genau dieser Stelle, wo auch der Wissenschaftler-NPC unterwegs ist. Dafür geht ihr einmal hier hoch und das ist so ein kleiner Eingang hier. Und da, wo das Ausrufezeichen ist, sammelt ihr einfach das Gerät ein. Wenn du ein falsches Relikt erschaffst und es mit diesem Tracker ausstattest, kann ich das Echte aufspüren. Ich würde ja die Seele des Diebs fressen. Aber der Wissenschaftler gibt mir meine Zähne erst wieder, wenn ich damit umgehen kann. Um Kim zu helfen, müssen wir als nächstes in Müllcontainern nach Materialien für eine Reliktattrappe suchen. Und das ist in Tilted Towers nur an einer Stelle. Er wird solch einem wertvollen Artefakt nicht widerstehen können. Und das wird sein Untergang sein. So, und als Falle müssen wir jetzt eine Reliktattrappe bei Sleepy Shrubs herstellen. Das ist Sleepy Sound, aber weil Sleepy Sound sich verändern wird, wird es einen neuen Namen für diesen Ort geben. Und das wurde hiermit geleakt. Dafür geht ihr einmal hier hin, ihr seht, dass der Orientierungspunktname sich verändert hat und interagiert mit dieser Reliktattrappe oder stellt das Ganze her. Ich werde den Achterbahnmann in meinem feinen Cybernetz fangen. Das wird ihm eine Lehre sein. Und der Wissenschaftler wird mich wieder mögen. Noch mehr als vorher.
So, wir sind gleich fertig mit den Aufträgen und somit müssen wir erneut eine Geräteverbindung etablieren und diesmal bei Rave Cave. An drei unterschiedlichen Stellen ist das Ganze möglich. Jetzt müssen wir in Rave Cave unterwegs sein und dieses Sith Holocron finden, wo es versteckt wird. Ja, und das macht ihr, wenn ihr hier hingeht. Das ist das mittlere Gebäude im Rave Cave. Einfach in die Nähe kommen und wenn ihr diese Ausrufezeichen seht, dann habt ihr diesen Auftrag abgeschlossen. Und jetzt seht ihr hier unzählige Kartons und ihr müsst einige davon kaputt machen. Also macht ihr das einmal kaputt. Ihr müsst dann quasi so lange die Versandkisten kaputt schlagen oder zerstören mit eurer Spitzhacke, bis ihr das Sith Holocron gefunden habt. Also ich habe jetzt 3 zerstört und immer noch nicht gefunden. 4, 5 und das letzte ist dann auch hier. Ah, genau da. Dann seht ihr auch dieses Sith Holocron von Star Wars. Dann sammelt ihr das ein und schließt automatisch den Auftrag ab. Kim, wo bist du? Was war das? Eine Nullpunkt-Energie-Schockwelle der Stärke 6. Großer Wissenschaftler. Nichts, was du mit deiner unfassbaren Intelligenz und Weisheit nicht lösen kannst. Ich, danke, warte mal. Solltest du dich nicht aufladen? So, das war's, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Story-Aufgaben mehr zu verpassen und natürlich zu deren Lösungen. Die nächsten schalten sich in einer Woche frei, beziehungsweise in 6 Tagen und 2,5 Stunden, gerade wo ich das Video aufnehme. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch.